Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. So steht es im Grundgesetz. Das höchste Verfassungsorgan ist das Parlament, der Bundestag. Er ist das einzige Staatsorgan, das direkt vom Volk gewählt wird. Der 2013 gewählte Bundestag zählt 613 Parlamentarier. 9 werden hier vorgestellt, davon 5 Parlamentsneulinge. Wer sind sie? Was hat sie geprägt? Welche Vorbilder haben sie? Welche politischen Ziele verfolgen sie? Spiegelt der Bundestag die bunter gewordene Republik wider? Was hat die Abgeordneten motiviert, in die Politik zu gehen? Wie ich in die Politik kam, kann ich mir selbst kaum beantworten. Ich komme aus keinem politischen Elternhaus. Bei uns wurde nicht am Mittagstisch über Politik diskutiert, aber ich habe immer dafür gebrannt. Schon der Knabe interessierte sich für historische Bücher. Ich habe in der Tat als 14-, 15-Jähriger mir am Nachmittag Plenardebatten angeschaut. Ich habe intensiv Zeitung gelesen und ich habe das immer als ein Faszinosum empfunden. Michael Hartmann ist Rheinland-Pfälzer, ledig. Er trat mit 20 in die SPD ein, brachte es zum innenpolitischen Sprecher. Eine typische Parteikarriere von der Kommunal- über die Landesebene. Hartmann ist sehr kirchennah, aber mit klaren Forderungen an seine Kirche. Wer darum weiß, dass wir alle fehlende, irrende Menschen sind, die sich dennoch bemühen müssen, der ist sehr schnell beim Christentum, allerdings noch nicht bei meiner, der katholischen Kirche. An der mich allerdings beeindruckt, dass sie weiß um unsere Schuld und Sündhaftigkeit und dennoch das Prinzip des Verzeihens und der Liebe Gottes über allem hat. Damit kann ein Sozialdemokrat hervorragend leben. Meiner Kirche wünsche ich, dass sie genauso reformbereit ist und offen ist, zum Beispiel für Frauen im Priesteramt, zum Beispiel für ein natürliches Verhältnis im Umgang mit gleichgeschlechtlich Liebenden, denn dann wird sie noch 2000 Jahre bestehen. Hartmann wäre besser in der Union aufgehoben, könnte man fast meinen, doch weit gefehlt. Das Wichtigste ist für ihn die soziale Gerechtigkeit, für die eben seine SPD stehe, die auch Jahrhundertpolitiker hervorgebracht habe. Fern und unerreichbar ist natürlich so eine charismatische Persönlichkeit wie Willy Brandt, dessen Fähigkeit zur großen Geste, dessen Empathie und Emotionalität konnte einen jungen Menschen nicht unerreicht lassen. Geld, Politik, Glaubwürdigkeit. Hartmann legt auf den Cent dar, wie viel er verdient. Netto sind es gut 5.500 Euro monatlich. Bei einer 65-Stunden-Woche mache das 20,91 Euro pro Stunde. Für Hartmann ist es die vierte Legislaturperiode. Meint er, dass der Bundestag bunter geworden ist? Wir werden immer mehr, das gilt auch für mich, ein Parlament des öffentlichen Dienstes. Die Quereinsteiger gibt es immer noch viel zu wenig. Das muss auch nicht unbedingt so sein, aber es wäre schon besser, wenn wir in der Hinsicht vielleicht etwas mehr dem Standard der Bevölkerung entsprechen würden. Eva Bulling-Schröter, Betriebsschlosserin, Partei Die Linke. Von 1974 bis 1990 war sie Mitglied der DKP. Auch nach dem Zusammenbruch des Ostblocks ist sie von der sozialistischen Grundidee weiter überzeugt. Ich war schon immer ein sehr idealistischer Mensch. Mir ging es immer um Arme und um Reiche, um gleiche Chancen für alle. Und leider ist ja dieses Experiment jetzt erstmal gescheitert. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht nochmal was versuchen sollte. So als ehemaliges DKP-Mitglied haben Sie es hier geschafft, hier bis zum Deutschen Bundestag. Wenn Sie jetzt zurückblicken, wie bewerten Sie Ihre Frühphase und fühlen Sie sich gerecht behandelt? Ich habe es im Bundestagshandbuch angegeben. Andere Abgeordnete aus den früheren Blockparteien, die geben es halt dann nicht an oder verschleiern es. Das halte ich für unehrlich. Und ich muss auch sagen, ich werde vom Verfassungsschutz überwacht immer noch.
und ich würde auch gern meine Akten sehen. Und nicht nur die einen dürfen die Stasi-Akten anschauen, wir dürfen unsere Verfassungsschutzakten nicht anschauen. Das ist ungerecht. Transparent und aufrecht. Werkbank und wichtigstes Rednerpult Deutschlands. Seit 1994 ist es ihre fünfte Legislaturperiode. Nur 2002 hat es nicht geklappt mit dem Einzug in den Bundestag. Gut, dass sie etwas Handfestes gelernt hat. Ja, das war schon heftig, nach 8 Jahren Bundestag wieder zu schlossen. Da war ich erst einmal sehr kaputt, aber ich habe mich daran gewöhnt und das hat dann auch wieder Spaß gemacht. Das Ganze habe ich 3 Jahre gemacht, habe mich wieder für die Kollegen engagiert als Vertrauensfrau und dann kam eben wieder der Bundestag. Eva Bulling-Schröter streitet nicht nur für soziale Gerechtigkeit, sondern vor allem auch für den Schutz der Natur, der Tierwelt und des Klimas. Sie leitete im Bundestag sogar den Umweltausschuss. Die Forderung nach weniger Egoismus und mehr Gerechtigkeit, gerade auch in Klimafragen, würde ich sofort unterschreiben. Und gestellt hat sie kein geringerer als Papst Franziskus in seiner jüngsten Erklärung zur Reformierung der katholischen Kirche. Die arbeitet sogar an einer Umweltenzyklika. Und selbst wenn der Vatikan das sagt, dann meine ich, dann sollten Sie dem auch mal zuhören und nicht nur ich als alte Linke. Sie gehört zu den wenigen Parlamentariern mit einer handwerklichen Ausbildung. Geboren und wohnhaft in Ingolstadt, kinderlos, verwitwet. Es war und ist vor allem ein Leben für die Mitmenschen und deren Anliegen. Insofern hat sie Rechtfertigungen für ihre politische Vergangenheit eigentlich nicht nötig. Und immer wieder lange Tage in Berlin. Also ich sag mal, das ist schon rund um die Uhr Job. Und wenn man das jetzt beziffern müsste in einer Wochenarbeitszeit, könnten Sie das? Also ich hatte früher meine 35-Stunden-Woche, ich glaube, es ist inzwischen das Doppelte. Dass Heinrich Zertig es bis in den Bundestag geschafft hat, ist schon einer besonderen Erwähnung wert. Er gehört einer Bevölkerungsgruppe an, von der wahrscheinlich die wenigsten wissen, dass ihre Zahl höher ist als die der Türkischstämmigen in Deutschland. Zertig ist Russlanddeutscher, der erste, der im deutschen Parlament sitzt. In den Wendejahren kamen die meisten Russlanddeutschen hierher. Inzwischen leben rund 2,6 Millionen dieser Aussiedler in der Bundesrepublik. Bezogen auf die Bevölkerungszahl wurde ein Bundesland der Größe Sachsen-Anhalts aufgenommen. Das ist erstmalig und für das bin ich auch stolz. Ich habe das auch bei verschiedenen Veranstaltungen gesagt. Seit viele, viele Jahren nach dem Krieg bis jetzt gab es noch keinen Vertreter im Bundestag präsent. Und deswegen bin ich froh für die ganze Bevölkerungsgruppe, dass jemand als Vertreter im Bundestag vertreten ist. Viele Familiengeschichten der Deutschen aus der ehemaligen Sowjetunion sind Geschichten von Vertreibung und Tod. Zertigs Eltern überlebten. Er selbst durfte mit seiner Frau und Tochter ausreisen. Ich bin 1957 geboren in Kasachstan. Es gab so ein kleines Dorf, hieß Kastek. Und ja, da ging ich auch zur Schule, da habe ich gelernt und wohnte auch bis zur Ausreise 89. Und wir sind angekommen in der kleinen Stadt Lüchte an der Grenze mit Niedersachsen. Wir haben uns sehr gefreut. Klar, wir mussten uns finden, müssten die ersten Schritte machen. Die Verwaltung der Stadt Lüchte wusste auch nicht, was verwaltungsmäßig auf sie zukommt, was sie sollten erledigen. Wir hatten keine Betten, wir haben kein Möbel gehabt, wir haben gar nichts gehabt. In Berlin plant und organisiert ein dreiköpfiges Team seine Arbeit als Abgeordneter. Ein beeindruckender Aufstieg und eine Bilderbuch-Integration. Zwei Männern ist er vor allem dankbar, sieht sie auch als politische Vorbilder. Und da kann ich ruhig nennen, Michail Gorbatschow, der an der Spitze war, der Regierung, der auch gelockert oder Richtung Demokratie gehen wollte. Und auch mit Deutschland Gespräche führte, mit Helmut Kohl. Und das waren Verhandlungen, das waren Gespräche, die richtig Bewegung in das ganze Geschehen eingebracht haben. Und viele Deutsche aus Russland sind auch dankbar,
damals diese Regierung Kohl, Regierung Michail Gorbatschow. Über die Landesliste kam Zertig in den Bundestag. Neben den Russlanddeutschen vertritt er auch die Bürger des Wahlkreises Lippe. Wenn man das Thema Russlanddeutsche nimmt, im Bereich Wirtschaft, die vielleicht Unterstützung brauchen, was auch zum Gute unserer Städte und Gemeinden vor Ort geht. Es gibt Anerkennung von Abschlüssen, das ist die Thematik, die jetzt durch das Land zieht. Es gibt viele andere Fragen im sozialen Bereich, was Rente angeht. Ich denke mal, das sind Punkte, wo man sich einbringen als Fachmann. Meine Thematik, Schwerpunkte, was ich auch verfolge und wo ich mich auskenne, werde ich auch einsetzen und umsetzen versuchen. Tabea Rössner, Bündnis 90 Die Grünen. Musik- und Kunstwissenschaftlerin mit abgeschlossenem Aufbaustudium Journalistik. Sie hat viele Facetten des Lebens kennengelernt. Man könnte sie vielleicht als stille Heldin im doppelten Sinne bezeichnen. Sie war alleinerziehend berufstätig und sie übernahm gut 2 Jahre lang die Pflege einer betagten Dame, auch als Dank dafür, dass diese ihr bei der Kinderbetreuung half. Rössner ist geschieden, wettert aber keineswegs gegen die Institution Ehe. Sie verlangt aber, dass die Politik endlich anerkennt, dass Fürsorge und Hilfe nicht ausschließlich dort geleistet werden. Wir haben so viele unterschiedliche Lebensentwürfe und für uns und für mich persönlich ist es wichtig, dass man diejenigen unterstützt, die Verantwortung füreinander übernehmen und dass das völlig egal, ob man einen Eheschein hat oder nicht. Ich habe zum Beispiel zusammengelebt sehr lange mit einer alten Dame, die ist jetzt im Juni mit 98 Jahren gestorben. Und ich weiß, welche Schwierigkeiten das mit sich bringt, wenn man Pflege organisiert, wenn man sich um andere Menschen kümmert. Und ich denke, wir müssen diese neuen Lebensformen viel stärker unterstützen. Politisch groß geworden in der Friedens-, Frauen- und Ökologiebewegung, hielt sie schon in frühen Jahren wenig von Konventionen und Etikette. Als 24-Jährige wurde sie in eine Talkshow eingeladen. Mitschwimmen war ihre Sache schon damals nicht. Da darf ich mal vorstellen, ich sage jetzt mal ganz provokativ, die Motzerin vom Dienst, die Tabea Rössner aus Frankfurt. Du hast gesagt, du brauchst keinen Mann, der dir Feuer gibt, du kannst dir selber in den Mantel helfen. Studienaufenthalte in den USA, Hochzeit, Familiengründung. Ihr Engagement in der Politik fährt sie herunter. Und dann? Ich bin 1996 nach Mainz gezogen und hatte gerade frisch ein kleines Baby und war händeringend auf der Suche nach einem Kita-Platz. Und da habe ich an einer politischen Veranstaltung teilgenommen. Und da war die Frage, brauchen wir einen Ausbau der Kinderbetreuung? Und damals wurde das in Frage gestellt. Und ich habe mich ziemlich geärgert, weil ich dachte, ich kenne ganz viele Frauen in meiner Situation, die händeringend einen Kinderbetreuungsplatz suchen. Und das war dann der Grund, warum ich gesagt habe, ich muss da wieder einsteigen. Tabea Rössner macht mobil gegen den Kita-Missstand, engagiert sich in ihrer Partei unter anderem im Frauenrat und der Kinderkommission. Sie weiß, wovon sie redet. Später wird sie medienpolitische Sprecherin ihrer Partei. Die Journalistin arbeitete bis 2009 als TV-Redakteurin, darunter für die Kindernachrichtensendung Logo. Und welche Ziele hat sie für die laufende Legislaturperiode? Für mich ist natürlich wichtig ein vielfältiges Medienangebot, weil das ein Grundpfeiler unserer Demokratie ist. Dazu zählt auch die Staatsferne, weil Medien nur dann glaubwürdig sind, wenn man weiß, der Staat hat nicht Zugriff zu den Medien. Also das ist ein ganz wichtiges Thema für mich. Aber natürlich gibt es viele weitere Schwerpunkte. Die Frage von einer ökologischen und sozialen Modernisierung unserer Gesellschaft. Wie schaffen wir die Energiewende? Professor Sensburg ist Jurist und Politikwissenschaftler. Indem er in die Bundespolitik ging, vergrößerte er seine Angriffsfläche um ein Vielfaches. Wäre er in der Wissenschaft geblieben, hätte er sich einiges erspart. Wie eine ganze Reihe seiner Abgeordnetenkollegen gerät auch er in den Verdacht, seine Doktorarbeit nicht korrekt verfasst zu haben. Dies hat ihn zeitweise von seiner Arbeit in Berlin und der Pflege seines Wahlkreises abgelenkt. Über diese Phase redet er nicht gern, nur so viel. Es ärgert ihn, dass es möglich ist, rufschädigende Zweifel in die Welt setzen zu dürfen. Dies betraf auch Frank-Walter Steinmeier und Norbert Lammert. Die Plagiatsjäger kamen in allen drei Fällen nicht weit.
Professor Sensburg hadert keineswegs mit seinem Wechsel aus der Wissenschaft in die Bundespolitik. Ich war 6 Jahre Rechtsanwalt, habe 2006 eine Professur bekommen für öffentliches Recht, Europarecht. Mir hat das Unterrichten sehr viel Spaß gemacht. Auf der anderen Seite ist es eine sehr große Herausforderung, seinen Wahlkreis im Deutschen Bundestag zu vertreten. Es ist fordernd, aber es ist auch unheimlich interessant. Und man sieht als Jurist dann das, was man vielleicht vorher angewendet oder unterrichtet hat, jetzt wie es zustande kommt, also wie Gesetze verabschiedet werden. Und ich hatte mich damals auf kommunalpolitischer Ebene engagiert und bin dann gefragt worden, ob ich mir vorstellen könnte, für den Deutschen Bundestag zu kandidieren. Ich habe überlegt und ich habe Ja gesagt und ich habe es bis heute nicht bereut. Als Mitglied im Rechtsausschuss des Bundestages setzt Sensburg auf einen starken Staat, der, wie er sagt, einigen Fehlentwicklungen durch die Zuwanderung energisch entgegentreten sollte. Meine Ziele für diese Legislaturperiode sind einmal fachpolitischer Art, dass die Rechtspolitik noch stärker in den Fokus auch der Menschen rückt. Wir haben ganz spannende Themen. Ich denke zum Beispiel an die Fragestellung der Paralleljustiz islamischer Mitbürger, dass wir im Grunde zwei Rechtskreise haben. Einmal die deutsche Justiz, die von Teilen unserer Gesellschaft nicht anerkannt wird, nicht genutzt wird. Da müssen wir etwas machen. Patrick Sensburg, auch Major der Reserve, vertritt den Hochsauerlandkreis als gewählter Direktkandidat. Er ist ledig, kann sich ganz der Politik widmen. Er hat ein Vorbild, dessen Name im Kreise der Unionsabgeordneten häufiger fällt. Also ich habe nicht konkrete Vorbilder in der Politik, aber ich glaube, dass es mehrere Persönlichkeiten gibt, die in der deutschen Geschichte viel für unser Land geleistet haben. Da ist es zum Beispiel Helmut Kohl, der die Wiedervereinigung forciert hat und der für mich der Kanzler ist, der sehr viele Akzente in der jüngeren Geschichte der Bundesrepublik Deutschland gesetzt hat. Und da guckt man schon das ein oder andere Mal hin, wie hat Helmut Kohl damals Politik gemacht und kann man da etwas draus lernen. Mit nicht einmal 30 Jahren kam Katrin Alpsteiger in den Bundestag. Sie verkörpert die junge, weibliche, selbstbewusste Generation. Die ersten Schrammen hat sie weggesteckt. Zugefügt übrigens nicht von gegnerischen, sondern von eigenen Parteimitgliedern. Wie kam sie in die Politik? Als ich in der Schule war, hatte ich einen Lehrer, der hat mich damals motiviert, Schülersprecherin zu werden. Und in der Funktion als Schülersprecherin war ich viel bildungspolitisch unterwegs in Bayerisch-Schwaben. Nach meinem Abitur später habe ich festgestellt, dass ich gerne Politik studieren möchte. Und mit einem Politikstudium, das ja sehr theoretisch ist, ist es auch manchmal gar nicht schlecht, ein bisschen praktische Erfahrungen zu sammeln. Und deswegen bin ich 2003 in die Junge Union eingetreten und 2 Jahre später dann auch in die CSU. Bundesweite Aufmerksamkeit erntete sie 2010 mit ihrer strikten Ablehnung einer parteiinternen Frauenquote. Wenn mir jemand vorschreibt, wen ich zu wie viel Prozent zu wählen habe, und das ist vollkommen egal auf welcher Ebene, dann ist das keine freie Wahl mehr. Und das Prinzip der Freiheit ist ein wesentliches Prinzip der demokratischen Wahl. Bis zu ihrem Einzug ins Parlament war Politik für sie reine Freizeitbeschäftigung. Ihr Geld verdiente sie bis dahin bei den Stadtwerken Ulm-Neu-Ulm. Der Politikverdrossenheit innerhalb ihrer Generation will sie versuchen, entgegenzuwirken. Was ich sehr bedauerlich finde, ist, dass immer weniger junge Leute sich für Politik interessieren. Zumindest sich immer weniger engagieren. Das sieht man an fallenden Mitgliederzahlen in den politischen Gruppierungen, auch in den politischen Jugendorganisationen. 2 Jahre lang war sie Vorsitzende der Jungen Union Bayern. Woran will sie im Bund arbeiten? Ja, einerseits ist natürlich das erste Ziel, einen Wahlkreis zu vertreten, die Heimat, woher man kommt. Andererseits bin ich eben auch Vertreterin der jungen und auch weiblichen Generation. Und da möchte ich schon meine Akzente setzen. Beispielsweise das Thema Generationengerechtigkeit ist für mich sehr wichtig. Den Harmoniepreis wolle sie nicht gewinnen, stellt sie klar. Katrin Alpsteiger ist verheiratet, verbindet mit dem bürgerlichen Lebensmodell den Willen zur Leistung und zu Bindungen im persönlichen Leben. Eines ihrer Vorbilder ist Edmund Stoiber. Berührungsängste mit politisch andersdenkenden Abgeordneten hat sie nicht, ebenso wenig wie Öcalan Mutlu von den Grünen. Eine entspannte, kurze Begegnung zwischen zwei politischen Welten. Ja,
Genau. Tag, schön, Mutlu. Hallo, grüß Sie. Katrin Almsteiger. Schön, Sie kennenzulernen. Sehr schön. Sie sind ja auf dem Porträtfoto nicht so groß. Jetzt sind Sie doch größer genau, als ich. Genau, das sieht man beim Porträtfoto nicht so. Sehr schön. Ist das Ihre erste Legislaturperiode? Ja. Ihre auch, oder? Ja, haben wir ja was gemeinsam. Wenigstens genau. Das. Vielleicht schon Ihre Parteiführungen übten vor kurzem den respektvollen Umgang miteinander, als Sie Koalitionssondierungsgespräche führten. Wir sehen uns. Vielleicht trinken wir an diesem Mal einen Kaffee zusammen. Gerne. Bei der nächsten Sitzung. Bis dann. Alles Gute. Ebenso. Ciao. Tschüss. Seine Vorbilder sind Mahatma Gandhi und Martin Luther King. Öcalan Mutlu versteht sich als Diener des Volkes. Sein Lebensweg nach oben war eher steinig. Er kam im Alter von 5 Jahren nach Deutschland. Den Großteil meiner Zeit habe ich in Kreuzberg verbracht. Ich wohne jetzt in Mitte, bin unter ganz normalen Zuständen aufgewachsen, ein Arbeiterkind, und habe natürlich in der Bildung, PISA lässt grüßen, viele Probleme gehabt. Nicht, weil ich ein mittelmäßiger Schüler war, im Gegenteil, weil eher die Institution der Meinung war, das Arbeiterkind, das Gastarbeiterkind gehört auf eine Hauptschule als auf ein Gymnasium. Also musste man viel kämpfen, dass man endlich die Anerkennung auch in den Institutionen bekommt. Bin Diplom-Ingenieur im normalen Leben, aber als 1989 die Mauer fiel, hat mich diese friedliche Revolution so sehr beeindruckt, dass ich entschlossen habe, die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen, Verantwortung auch für meine neue Heimat zu übernehmen. Mit meiner deutschen Staatsbürgerschaft bin ich auch politisch aktiv geworden, bin bei den Grünen eingetreten. Wenn ich so zurückblicke, denke ich, hat es sich gelohnt. Jetzt bin ich eben das Gastarbeiterkind, was im Bundestag sitzt. Integration und Bildung sind schon lange seine Themen bei den Grünen. Mutlu ist verheiratet und Vater 2 Kinder. Wie definiert er für sich den Begriff Heimat? Damit ich Heimat sagen kann zu Deutschland, musste ich mich erstmal hier als Teil der Gesellschaft anerkannt sehen. Es ist nicht nur eine Frage für mich, ob das meine Heimat ist, sondern es ist auch eine Frage für die Mehrheitsgesellschaft. Sieht die Mehrheitsgesellschaft Deutschland als meine Heimat an? Und das hat lange gedauert. Es hat auch viel mit Willkommenskultur zu tun. Erschüttert haben ihn, so sagt er, die NSU-Morde und die umstrittene Rolle der zuständigen staatlichen Stellen. Der Aufarbeitung dieser Morde will sich Mutlu vor allem widmen. Auf seine neue Aufgabe als Bundestagsabgeordneter freut er sich, auch wenn er die Zusammensetzung des Parlaments teilweise skeptisch sieht. Nun, im Bundestag sind jetzt vielleicht viel mehr Menschen mit Migrationshintergrund als in der letzten Legislaturperiode. Aber ein Abbild der Gesellschaft ist das immer noch nicht. Hier sind immer noch viel zu viele Menschen, die aus Berufen kommen, die eben nicht die gesamte Gesellschaft widerspiegeln. Daher wünscht man sich natürlich, dass auch mehr Arbeiter im Bundestag sind, mehr Menschen, die auch Handwerk gelernt haben. Das Interview mit Claudia Lücking-Michel führen wir im ehemaligen Fraktionsvorstandssaal der FDP, die den schönsten aller Parteien hatte. Jetzt steht er leer. Die Christdemokratin, Wahlkreis Bonn, ist neu im Parlament. Das traditionelle Familienmuster lebt die Mutter 3 Kinder nicht. Ja, in der Praxis, ganz persönlich, konnte ich die Aufgabe, die Verantwortung, Familie mit 3 Kindern zu leben, auf der einen Seite und schon über viele Jahre sehr zeitintensive berufliche Aufgaben zu haben, nur lösen, weil mein Mann und ich von vornherein uns die Aufgaben geteilt haben. Ich würde fast sagen, in der Summe hat er viel mehr Zeit, Energie und Verantwortung für unsere Kinder und für die Familie übernommen und hat mir dadurch den Rücken freigehalten und mir die beruflichen Schritte ermöglicht. Claudia Lücking-Michel ist auch Vizepräsidentin des Zentralrats der deutschen Katholiken. Die promovierte Theologin hat klare, für manchen Konservativen unbequeme Positionen. Ja, da sind wir mitten in einer ganz spannenden Debatte. Und wir als Kirche sind auf einem Wege, da auch wirklich unsere Position zu überdenken.
Und ich selbst kann nur sagen, dass ich da an der Stelle auch Lernerfahrungen hinter mir habe und auf jeden Fall es unsäglich finde, wie innerhalb unserer Kirche Homosexualität und Homosexuelle bis heute benachteiligt und teilweise diskriminiert werden. Ihre grundchristliche Einstellung und ihre politischen Ziele haben aufgrund ihrer persönlichen Lebenserfahrungen etwas sehr Glaubwürdiges. Wie kommen wir zu einer globalen, gerechteren Welt? Meine Reisen als Misereo-Abteilungsleiterin haben mich in Situationen zu Menschen geführt, die ich auch jetzt noch viele Jahre später nicht vergessen habe. Und wo ich sage, da auch als reiches und gut dastehendes Land wie die Bundesrepublik Deutschland Verantwortung zu übernehmen für die Länder im Süden, das muss sich hier auch in der Politik der Bundesregierung niederschlagen. Im Andachtsraum des Bundestages sammelt sie sich. Dieser Ort des Rückzugs und der Stille stehe für den Pluralismus in der Gesellschaft, sagt sie. Was mir aber besonders wichtig ist und was für mich ein ganz starkes Symbol hier im Reichstag ist, dass dieser Andachtsraum ausdrücklich gedacht ist als ein Raum der Stille für alle Religionen. Die Medien porträtierten ihn vor allem wegen seiner Hautfarbe. Dabei ist seine Lebensgeschichte das Imposante. Karamba Diaby, SPD, geboren im Senegal, verheiratet, zwei Kinder. Diabys Mutter starb 3 Monate nach der Geburt, sein Vater, als er 7 war. Ein Aufstieg von ganz unten, ganz aus eigener Kraft. Von New York Times bis zum Al Jazeera und die ganze deutsche Presselandschaft. Das war natürlich am Anfang so, dass man sich die Frage gestellt hat, warum denn gerade du? Sein Vorname Karamba heißt übersetzt der Gelehrte. Als 24-jähriger Student kam er in die DDR nach Leipzig, begann Deutsch zu lernen. Für Politik interessierte sich der Naturwissenschaftler schon in früher Jugend. Ich bin seit meinem 14. Lebensjahr politisch aktiv, auch in Senegal schon, in der Schule als Schülersprecher und dann an der Universität als Sprecher der Studierenden, sowohl in Senegal an der Uni in Dakar als auch in Halle an der Madrid-Universität und dann später dann als Vorsitzender von Ausländerbeirat der Stadt Halle und viel später dann als Bundesvorsitzender der Ausländerbeiräte. Und irgendwann habe ich mich dann entschieden, in die SPD beizutreten. Nach der Wende machte der diplomierte Chemiker seinen Doktor. 4 Jahre arbeitete er daran. Politisch kennt er sich zwar bestens im Thema Migration aus, doch möchte er darauf nicht reduziert werden. Das wesentliche Ziel, was ich mir gesetzt habe für diese Wahlperiode, ist, dazu beizutragen, dass Chancengerechtigkeit im Bereich Bildung. Wir stellen fest, dass der Erfolg im Bereich Bildung in unserem Land immer noch abhängig ist von Geldbeutel der Eltern. Ich würde mich sehr gerne im Bereich Bildung und Forschung dafür stark machen, damit engagieren. Der Waisenjunge aus dem Senegal hat es ins Zentrum der Macht in Deutschland geschafft. Auch an ihn die Frage, was versteht er unter Heimat? Für mich ist Heimat da, wo ich mich wohlfühle, wo ich meine Umwelt habe, in der ich mich wohlfühle. Also Familie, Freunde, aber auch eine politische Heimat, also eine politische Familie gehört auch zur Familie. Das ist für mich Heimat. Und das ist Deutschland? Das ist Halle, das ist Sachsen-Anhalt, das ist Deutschland. Der Anteil der Abgeordneten mit Migrationshintergrund ist zwar leicht gestiegen auf 5,4%, liegt aber weiter deutlich unter dem der Bevölkerung, der 19% beträgt. Nachdem die FDP nicht wieder in den Bundestag gewählt wurde, die vergleichsweise viele Promovierte in ihren Reihen hatte, ist das Bildungsniveau im Parlament leicht gesunken und liegt jetzt näher am Bevölkerungsschnitt. Der Frauenanteil im Parlament hat mit 36,5% zwar einen Rekordwert erreicht, doch die Männer bleiben zahlenmäßig weiter dominant. Der 18. Deutsche Bundestag, er ist zumindest etwas bunter und repräsentativer geworden.